Traumhafte Landschaften, eine alte Kultur, die Großstadt Bangkok und wunderschöne Inseln. Das ist Thailand. Tagesausflug nach Koh Phi Phi, eine der vielen Trauminseln vor der Küste Thailands. Ein Paradies für Schnorchler. Letzte Anweisungen. Wenn ihr Korallen seht, es gibt giftige Korallen, es gibt giftige Fische. Hier drehte einst Leonardo DiCaprio The Beach, das Wasser glasklar. Rund 30 Euro kostet die Tour. Für die Urlauber ein unvergessliches Erlebnis. Super. Zum Teil die Fische berührt, wenn man so im Wasser, also kam ganz nah her. Toll. Am Schluss noch etwas zum Gruseln, ein riesiger Seeigel. Wenn er weiß, wie er sie anfassen muss, dass er ihn nicht sticht. Na, aber wenn ihr die berührt und einfach drauf geht, dann habt ihr ein Riesenproblem. Das ist die schwarze Diadema, sehr gefährlich. In der Phang Nga-Bucht war einst James Bond auf gefährlicher Mission unterwegs. Der Khao Tapu, jetzt James Bond-Felsen, gehört zum Pflichtprogramm. Thailands Hauptstadt Bangkok hat rund 7 Millionen Einwohner. Und die wollen alle vorwärts kommen. Egal, ob man die Stadt im Auto oder mit dem modernen Skytrain erkundet, in Bangkok zeigt sich das moderne und das traditionelle Thailand. Der Buddhismus ist hier praktisch Staatsreligion. Der Glaube gehört ganz selbstverständlich zum Alltag. In Bangkok gibt es unzählige Kanäle, nicht umsonst wird es auch Venedig des Ostens genannt. Vorbei an Tempeln wie dem der Morgenröte kann man sich hier einfach nur treiben lassen. Expertin Julia Chakka, die weiß mehr über Thailand. Schönen guten Morgen, grüß dich Julia. Wir haben gerade die Bilder von Bangkok gesehen. Was muss man denn unbedingt gesehen haben, wenn man Bangkok bereist? Also auf jeden Fall eine Bootstour machen auf dem Chao Phraya River, den wir gerade gesehen haben, entlang der Riverside. Da siehst du sagenhafte Tempel, du fährst am Königspalast vorbei, du hast da auch so kleinere Restaurants und so. Also es ist unheimlich, ja, entspannend und schön. Und abends sind die ganzen Boote dann auch bunt beleuchtet. Also auch das eine tolle Atmosphäre, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst dir entweder ein Privatboot mieten, das kostet pro Stunde so 1.500 bis 2.000 Baht. 30 bis 35 Euro sind das umgerechnet. Aber du kannst mit bis zu 8 Leuten da drauf, wenn du das teilst, geht's ja wieder. Mhm. Oder aber noch günstiger sind die Flusstaxis. Also da bezahlst du pro Strecke 13 Baht, das sind so 25 Cent ungefähr. Und da sitzt du zusammen mit Thais und Mönchen und kannst dann so richtig in dieses Bangkoker Leben eintauchen. Oh, herrlich. Ja. Es gibt ja da auch unglaublich viele und schöne Märkte, ja, ne? Sehr beeindruckende, ja, Märkte. Ja, auf jeden Fall, was da alles angeboten wird auch. Es gibt aber auch Floating Markets, also sogar schwimmende Märkte. Und da gibt es einen, der ist 2 Stunden von Bangkok entfernt. Das ist in Dam Nuen Saduak. Wir sehen ja auch Bilder. Da sitzen also die Marktfrauen in ihren Booten drin, bieten ihre Warenpfeil. Das sind so exotische Früchte oder auch Kunst. Man sieht hier ein Riesengewusel. Man kann es einmal natürlich von den Stegen aus sich anschauen. Also es ist so ein Dorf auf Stelzen erbaut. Mhm. Oder aber, was ich empfehlen würde, sich selbst in ein Boot setzen und dann los und dann aber auch schön handeln, weil du solltest also auf keinen Fall den erstgenannten Preis in Asien dann bezahlen. Sondern die lassen sich kaputt ansetzen über dich. Also so die Hälfte und so ganz Gewiefte schaffen ein Drittel auf jeden Fall, ne? Von dem erstgenannten Preis. Ja. Und von Bangkok aus kommst du mit dem Bus zum Beispiel hin für 10 Euro. Also das ist ja auch erschwinglich. Ja. Und dann gibt es ja auch an jeder Ecke irgendeinen Tempel, ne? Ja, das stimmt. Also in ganz Thailand. Der Buddhismus ist überall verbreitet. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist Wat Pho. Also da sehen wir auch hier ein Bild. Das ist ein liegender Mönch. Man sieht jetzt leider nur den Kopf. Der ist ansonsten 46 Meter lang. Also es ist unglaublich. Deshalb haben wir den auch nicht ganz aufs Bild gekriegt. Ja, genau, jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. Aber es ist auch schlecht zu zeigen mit der Größe einfach. Aber generell kann man sagen, es ist verboten, Buddhas auszuführen, übrigens aus Thailand. Also auch so kleine Figuren oder so sollte man nicht machen. Das ist nur erlaubt zur Glaubensausübung. Also das heißt, man muss dann halt irgendwie sagen, gut, ich bin Buddhist, aber also ja, das ist tatsächlich. Das wusste ich noch gar nicht. Nun hat ja auch eine der ältesten Kampfsportarten der Welt in Thailand eine ganz, ganz lange Tradition. Ja, das Thai-Boxen, genau. Und da geht es mächtig ab. Ich habe hier Bilder mitgebracht. Hier sehen wir in Bangkok eins von den beiden Stadien, wo die sich da bekämpfen, sag ich mal. Was ich total interessant fand, hier kniet der Sieger vor dem Verlierer. Ui. Also das ist praktisch, ja,
da Sitte, danke schön. Das ist eine sehr harte Kampfsportart. Ja, 6 Stunden trainierst du da am Tag. Das können übrigens auch Touristen machen. Also da gibt es auch in den Boxschulen Angebote. Und hier, wenn du dann natürlich Hunger hast nach dem Training, kannst du dich ernähren mit eiweißreicher Kost. Das sind dann ja, Heuschrecken zum Beispiel. Es gibt Bienen oder auch gegrillte Bambuswürmer. Alles, es scheint zu schmecken. Aber was ich dazu sagen muss, man darf jetzt nicht denken, dass es in ganz Thailand verbreitet ist. Das kommt eher aus dem Norden. Das war eine sehr arme Gegend damals. Mhm. Und dann haben die Menschen eben nur das gehabt. Also in Südthailand oder auch ein echter Bangkoker oder so, die essen das nicht so gerne. Deswegen habe ich dir jetzt mal was mitgebracht, was man in ganz Thailand gerne isst. Nein, mit Garnelen. Und zwar ist das Tom Sam Gung. Ist das eine traditionelle thailändische Suppe? Ja, genau. Und das ist Tom Yam Gung. Und das ist eine Garnelensuppe. Und die ist so, ja, sauer-scharf müsste sie sein. Also schmeckt. Okay. Sie ist vor allem scharf. Ui. Das ist auch noch ein Tipp. Also wenn man da jetzt auch unterwegs ist, sollte man immer sagen, wenn man es nicht so gerne scharf mag. Ja. Du weinst, Andrea, du weinst. Ich bin jetzt nicht so der scharfe Typ. Nee, es gibt ja viele Leute, die haben Berührungsängste mit fremden Essen im Ausland. Wie ist das da in Thailand generell? Also thailändische Küche ist normalerweise sehr frisch, sehr lecker und sehr günstig. Ich kann es verstehen, also bei den Garküchen und so bin ich auch vorsichtig, ne? Weil du weißt nie, wie ist jetzt das Fleisch gekühlt. Aber was ein Tipp ist, zum Beispiel in diesen riesen Shopping-Malls in Bangkok unten drin, da haben die meistens wie so Kantinen. Da kannst du überall aus Thailand so Gerichte probieren, lädst dir so eine Karte auf und da ist es klimatisiert. Also da kannst du sicher sein, dass es auf jeden Fall gesund und gut ist, das Essen. Du hast auch gesagt, es kostet ja da auch nicht viel. Wie sieht das generell mit Preisen aus in Thailand? Das ist ein sehr preiswertes Reiseland eigentlich für uns. Also gerade Übernachtungen, genau, in den Hotels bezahlst du nicht viel. Für ein super 4-Sterne-Hotel im Doppelzimmer 50 Euro, also pro Person 25. Das ist ja wirklich nicht gerade teuer. Du kannst noch billiger reisen, wenn du zum Beispiel Rucksacktourist bist oder also Backpacker, ne, wenn du nicht so einen hohen Anspruch hast. Sehr sauber sind Guesthouses. Da bist du mit 5 Euro dabei, manchmal sogar auch noch weniger. Also das ist sehr erschwinglich. Ja. So, wir verlassen jetzt mal die Großstadt Bangkok und begeben uns aufs Land, und zwar Richtung Norden. Da können Sie nämlich Natur hautnah erleben. Julia, du hast uns da faszinierende Bilder mitgebracht. Ja, genau. Das ist das Thai Elephant Conservation Center. Da lässt sogar der König seine Elefanten ausbilden. Da kann man sich einmal anschauen, was die alles für tolle Kunststücke einstudiert haben. Und du kannst da sogar selbst zum Elefantenführer werden. Also das heißt, du kannst da bis zu 3 Tage oder natürlich auch mehr, aber 3 ist sehr beliebt, mal selbst so einen Elefanten pflegen und hegen und schauen, was der alles braucht. Das ist auch nicht teuer. Also du bezahlst so für Vollpension, für Arbeitskleidung, wie wir gerade gesehen haben, hübsch mit Hütchen, so 80 Euro. Also mit dem Kurs dann auch für 3 Tage. Also, faszinierend. Ja. Nun ist ja Thailand auch bekannt für seine traumhaft schönen Strände. Also Koh Samui, Phuket da natürlich. Kennen aber viele. Es gibt allerdings noch einen Geheimtipp von dir. Genau, weil die sind ja auch sehr überlaufen. Ich habe einen mitgebracht, Koh Lipe. Wie heißt der? Koh Lipe. Genau. Ja. Und das ist die südlichste Insel von Thailand. Die sehen wir hier. Da wohnen seit 100 Jahren Seenomaden. Das sind die Chao Le und die ernähren sich auch von Fisch. Also es ist natürlich, sind Fischfänger. Und auf der anderen Seite der Insel hast du dann die Touristenresorts. Also es ist noch nicht so lange, seit 15 Jahren ungefähr erschlossen. Und warum das ein Geheimtipp ist, ganz einfach. Du brauchst von Bangkok aus ungefähr 20 bis 30 Stunden, bis du dort bist. Ui, also ui. Mit Bahn, mit Bus, mit Fähre. Ja. Okay. Also das dauert einen Moment. Aber es ist ein wunderbares Gebiet zum Schnorcheln und es ist einfach nicht so überlaufen. Ja. Also wie Koh Phi Phi zum Beispiel, das ist eigentlich ziemlich furchtbar. Nun sehen die Strände ja wirklich traumhaft aus. Ja? Aber der Tsunami hat ja 2004 schwere Schäden hinterlassen. Ja. Wie ist das heute? Kann man davon noch irgendwo was sehen? Also das war recht schnell alles wieder behoben. Also ich sag mal, zumindest von den Hotels. Die Natur, klar, hat ein bisschen länger gebraucht, aber wenn du es nicht weißt, dann kannst du nicht glauben, dass das jemals stattgefunden hat. Also das Einzige, was daran erinnert, ist jetzt Khao Lak zum Beispiel auch, die Gedenktafeln, die du da hast. Oder aber, was jetzt auch neu ist, ein neuartiges Frühwarnsystem, Tsunami-Frühwarnsystem. Seit 2008 ist das in Betrieb. Und da hast du eben in den Hotels dann solche Schilder, wo du dich sammeln sollst, wenn denn dann ein Gong ertönt. Also das ist was dich schon noch daran erinnert. Ja. Ne? Liebe Zuschauer, alle Infos zu Thailand, falls wir ihn jetzt Lust gemacht haben, dahin zu reisen, finden Sie auf unserer Homepage vollekanne.zdf.de. Klicken Sie einfach mal rauf. Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich.